Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Tales of Berseria. Ich wollte mir eigentlich was zu essen machen, was essen? Naja, egal. Ich nehme jetzt das mal weiter auf. Nice. Scout ship setting sail. Yes. So, wir haben uns verlaufen. Wir schaffen es doch hier raus, oder nicht? Wenn wir hier schon mal so einen Läufer haben. Teil sieht geil aus. Der ist besser. Der ist besser. Nee. Nee. Bambusstab. Oh ja, lol. Behalten wir das. Die verbessert ja noch mehr. Oh, das habe ich ja bei der gar nicht gemacht. Menü-Expertin, gibt es da schon was Neues? Nein. Erster Seekommandant. Sieht zwar cool aus, ist aber schlechter. Nee, lass mal. Nee, nee. Ich habe gar nicht aufnehmen gedrückt. Starten gedrückt, so. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich schon eher, weil es mehr verbessert als es verschlechtert. Okay. Okay. Mm-mm.
So. Die Deutschen sind viel, viel geiler. Alles klar, das heißt, der Überschuss wird wieder verkauft, beziehungsweise werden wir das einfach zerlegen alles. Ups. So. Alles, was verbessert ist, haben wir ja abgelegt. Scheiß mal auf alles drauf zu verkaufen. Kostet mich das überhaupt Geld, das auseinanderzubauen? Keine Ahnung. So. Jetzt zerlegen es, damit wir wieder Ressourcen bekommen. Die wir dann benutzen, um unsere anderen Sachen aufzuwerten. Aber Wahnsinn, dass die Kalzit-Anhänger auch alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich dachte, das wäre eigentlich immer gleich. Aber habe ich jetzt ja schon öfters, glaube ich, gehabt. Aber ist halt Wahnsinn. Okay. Aufwerten! Geht nicht. Aber das geht. Sollen ja alle ein bisschen mehr Bums bekommen. Schleifen und polieren, ja. Perfekte Titel für die nächste Folge. So. Ja, hier haben wir alles aufgerüstet. Da können wir nicht. Das können wir aber. Machen wir mal hübsche Ohrringe. Okay, alles klar. Machen wir Ohrringe direkt auf Maximum. Was geht? Hier ist alles aufgerüstet. Hier auch. Boah, Aufwertungsbonus verringert. Die Taumeldauer um 5% fügt während verstärkter Verteidigungsschritt ein. Schritt ein Artis einen Verlangsamungstreffer hinzu. Alles klar. Erstmal alles einmal aufwerten. Jeder kriegt eine Aufwertung. Wir machen hier ja keine Unterschiede. Ey. Und wenn nichts mehr geht. Deswegen ist es wichtig, Monster zu töten. Ja? So sieht man direkt. Man kann auch ein bisschen was machen. So. Ich könnte das auch alles in einen reinstecken, aber ganz ehrlich. Was bringt das?
Dann mache ich lieber alle etwas stärker als einen super stark. Und die werden immer höherpreisiger. So. Cool, cool, cool. Haben wir denn noch was Schönes zum Verkaufen? So, wovon haben wir denn so viel? Da können wir eigentlich auch wieder runtergehen, ne? Ach, da haben wir nur 4 von. Ach du Scheiße. 11, 4, 15. Ja, nee, hiervon haben wir gar nichts. Okay, nächster Posten. Cool, 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 cool. Habt ihr da denn was Schönes zum Kufe? Nicht wirklich. Was mit irgendwas, was mir gefällt. Neuer Titel. Marcus Schneider Magier. Gestärkter neuer Titel. Alter. Jetzt geht's aber los hier. Also wir müssen mehr Monster klatschen. Dann kommen dann mehr Gegenstände und durch mehr Gegenstände können wir uns mehr verbessern. Ach, wie praktisch, dass dort gleich Monster am Start sind. Können wir direkt mal testen, wie gut wir jetzt sind. Mit der neuen Technik, mit den neuen ausgerüsteten Gegenständen, so. So. Das ist aber echt ein gefährliches Treffen hier. Aber die hält auch immer länger den Arm, finde ich. Finde ich sehr gut. So, von dem kommen wir. Bam, erstmal eine fette Backpfeife in your fucking face. Oh, das ging jetzt aber schnell. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Na, wenn das so weitergeht. Müsste das ja bald. So, ja, ich weiß, die Folge ist vorbei, aber den Fight machen wir noch. Da kannst du an meinem Arm so viel vibrieren, wie du willst. Zack. Nice, aber ihr habt's gehört, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicer Fight am Ende nochmal gewesen. Wir haben einiges aufrüsten können, gefühlt bin ich jetzt wieder ein bisschen stärker als vorher. Viel zerlegt, viel aufgerüstet, einige Teile ersetzt, also schon sehr nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Speed One Web.
Ciao.